Lumpi, hast du mal eine Flasche Wasser? Ich hab Durst. Ich hab keine Flasche. Interessant ist einfach, ich sehe das ja gerade bei mir. Der Ping geht von mal 30 auf 100, 700 irgendwas und dann wieder auf normal auf 48 irgendwie. Moment, Lumpi, ich mach's Fenster das runter. Das ist was Neues. Genau, da vorne. Scheiß PC. Scheiß Internet. Dein PC ist voll. Guck mal, Elefantenrennen nehmen. Ja, ich brenne mal lieber mal ab hier. Allalala! Der Luft zieht rein, ohne zu blinken. Ey, ich hab das hier mit dem Scotty. Wo ist denn der eigentlich überhaupt, dass du noch bremsen will? So, mein Gott. Der hängt irgendwo hinter Chris. Ja. Der Chris ist. Also, weißt du, der Lumpi ist heute Wasserträger und Chris macht heute den Schiffschaukelbremser. Ja. Ja. Ah, da kommt der Gerd. Gerd, es wird eng. Manningen. Da kommt einer. Oh! Yeah. Der kleinste Rotkreuzkarre, die es gibt. Wäre super. Ach nee. Also die Hupe. Sich sowas freiwillig antut, ja, ist. Aber die Hupe klang jetzt irgendwie so ein bisschen. Buah, buah, buah. Wahrscheinlich ein externer Auftrag oder so. Wer fährt denn da vor mir? Ich glaube, vor dir fährt der Maha, joho. Wenn du jetzt 30 Meter auf einmal nach vorne kommst, dann... wenn du auf einer Straßenseite bleibst, wird das alles gut funktionieren. Wie, fährst du jetzt links an mir vorbei, oder was? Probier's. Keine gute Idee. Nee, bleib hinten, Chris. Ich komme, warte! Busberg hoch. Scheiße. Ja, Alter, wenn ich noch weiter rechts fahre, ne? Ja, alles... Oh, scheiße. Ich hab eine Motorfehlfunktion! Da ist sie schon! Die Motorfehlfunktion! Wow. Danke, Lumpi! Geh. Mario leckt jetzt auch? Ja, weil ich hinter Chris gerade bin. Bei mir läuft! Das läuft! Bin ich euch weg! Wie flüssig Butter! Alter, der Chris, der zwingt mich hier zu Vollbremsungen, ey. Ich will an euch vorbei! Nee, das geht nicht. Doch, der ist rot. Guck mal, da ist der Gerd! Ja, pass auf. Ich fang jetzt alle an, hier rumzulecken. Also, ich fahr jetzt erstmal mit Warnblinke. Ja, wir sind ja auch schon da in Luxemburg. Ja. Ja, A, hab ich eine Motorfehlfunktion und B, hab ist ich. Aber B, hab ich den komischen Rohrheini da vor mir. Alter, ist der gerade um die Ampel gespawnt bei Rot? Unglaublich. Komm, mal, Ems. Mhm. Mach mal. Oh, ich bin hier hinter die Mayo. Der Mayo ist auch am Lecken. Du auch? Ich leck nicht, ich bin flüssig. Bei mir müssen wir geradeaus, wir sind aber jetzt rechts abgebogen. Bei mir wäre es auch geradeaus gewesen. Gerd zu ITCC muss. Wir können zu Nick fahren, Andi. Wir können den Weg Richtung Nick fahren. Ja, aber ich glaube, das bringt euch recht wenig. Weil ich glaube, ich muss auch auf die Straße zurück. Läuft! Lumpi? Gerd? Ja. So, willkommen zurück zum großen ETS-Konvoi. Mit Lumpi auch endlich! Ach, wir freuen uns, dass du da bist. Wir setzen jetzt über. Ja, Lumpi, ich wollte einfach nur nochmal nach dem Cut erwähnen, dass du da bist. Ach so. Wahrscheinlich bringt das überhaupt nichts, weil der Cut gleich vorbei ist. Genau. Ja, aber wir sagen ja Tschüss und wir sagen ja auch wieder Hallo und so. Und deswegen... Also, ich habe nicht Tschüss gesagt. Ja, aber ich. Aber ich wo setzen wir hin? Nach Trelleburg. Nach Trelleburg. Trelleburg. Ich treller dir ein. Wir, ja, da, du musst jetzt die Kurve hier schneiden, ne? Du kannst. Boah, nächstes Mal werfe ich. Ohne Witz, wenn ich nochmal so einen Spacko sehe, dann werfe ich ihn um. Kriegen wir in Trelleburg jetzt einen getrellert? Das kann nicht sein, ey. Jedes Mal derselbe Mist. Warum können die Kurven einfach nicht mal so fahren, wie sie sollen? Alter, was ist denn hier los? Die fahren alle durch. Ja. Wer steht da? Wer steht da? Wer ist vor mir? Weiß es nicht. Ich. Der Lumpi. Ja. Was ein Stau an der Fähre! Ah, ich hab Andi hinten. Nein, ich bin hinter Lumpi. Ja, und ich bin hinter dir. Warum? Ich bin jetzt hinter dir. Alter!
Ja, machst du gut, Junge. Wow. Was soll denn der? Was passiert denn? Du hast ganz knapp mit dem Heck an dem Schild vorbei. Wow, Alter. Ja, ich weiß. Es war, Alter, ja, super. Schön. Ich kann mich direkt zurücksetzen lassen. Hat sich kaputt gemacht? Ja, mich hat einer gedrückt und ich bin mit dem LKW in der Straße gelandet. Komm ich auch nicht mehr raus. Ich häng in der Straße fest. Ach ja, okay. Super. Danke, Freunde. Sehr gut gemacht. Die Frage ist, schon gut fahren an. Wir oder fahren wir die 2 Meter bis nach Malmö und lassen Gerd schon mal abladen? Weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Weil ich glaube, hier Trelleborg ist jetzt eh die Werkstatt. Ja, ja, Trelleborg ist Werkstatt. Ja, eben. Und bis Malmö, wir sind ja quasi schon in Malmö. Ja, ich fahre durch. Du bist ja mit dem Heck aus Trelleborg raus und mal schon fast mit der Front in Malmö. Bist du in Temmelö? Chris sollte hinten bleiben. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Hinten bin ich. Ja, genau, ja, deswegen. Genau deshalb. Genau. Was ist hier für eine Verkehrsführung? Keine Ahnung. Aber ich finde, das hätte man ruhig noch ein bisschen komplizierter machen können. Ja, ne? Man blickt ja noch durch. Ja, einmal rausfahren und dann wieder reinfahren, ne? So. Nein. Bleib doch stehen! Bleib doch stehen! Was denn? Ah, hast du dich verfahren da oben? Oh ja, Lumpi fährt interessant ab. Ich bin jetzt auf der Autobahn. Ja, ich bin auch ja, fertig. Und verfahren. Ja. Ist falsch gefahren. Wer, ich? Ja. Ja, mein Navi führt mich da lang. Ja, meins auch. Hast du vielleicht mal Mönch als Ziel eingetragen? Doch. Der schickt uns andersrum rein. Ja, der schickt uns andersrum nach Malmö rein. Oder ihr habt den Punkt an einer anderen Stelle gesetzt. Ja. Nein, der schickt uns andersrum rein, weil ich ja in Trelleborg an der Werkstatt bin und der schickt mich hier über das Stück Autobahn, damit ich in Malmö rausfahren kann. Nein, wir sind genau über dieselbe Autobahn gefahren. Wir sind nur früher abgefahren, weil das eigentlich der Weg ist, den man braucht. Ja, er zeigt mir aber gerade einen Weg an. Ich kann auch gar nicht, hätte auch gar nicht anders fahren können, als ich hier jetzt fahre, wenn du mal. Doch, ich hab dich doch da unten gesehen. Klar hättest du anders fahren können. Nein, ich kann hier am Verteiler nicht anders fahren. Glaub mir doch mal was. Bei mir auf der Karte geht es nicht weiter. Mario, du verstehst nicht, was ich meine. Du weißt doch, wo bin ich denn? Ich hab dich doch eben unten auf der Autobahn langfahren sehen, von der wir kurz vorher abgefahren sind. Das war ein anderer. Ich bin ganz woanders. Never, das war der Aktros mit der Kabeltrommel. Ich hab den gesehen. Nein, ich bin doch unten, Andi ganz unten auf der Karte in der Werkstatt gespawnt. Genau. Da sind wir doch alle hergekommen aus Trelleborg. Doch. Nein, da sind wir nicht nach Trelleborg rübergefahren, natürlich. Guck doch mal auf der Karte, wo ich bin. Ich bin ganz woanders als ihr. Ich bin weit weg von Malmö. Wo bist du bitte gespawnt? Ja. Du kannst mich nicht... Du bist doch in Trelleborg gespawnt. Ja, aber ich bin weit weg... Ja, da sind wir alle hergekommen. Ich bin aber weit weg von Malmö. Du siehst mich, guck doch auf der Karte. Ich glaube, ich komme jetzt zu euch. Ich bin unten in Trelleborg in der Werkstatt da gespawnt. Fahre jetzt ein Stück Autobahn und kann in Malmö erst rausfahren. Ja, ich muss auch hinten. Wer ist denn dann da unten so komisch? War das vielleicht der Andi, der das guckt? Das war wahrscheinlich der Andi. Ja. Aber ich komme gerade zu euch. Mein Navi hat mich irgendwie angeguckt. Einmal um den Kreis. Verkehr hier rum. Ich glaube, war das jetzt so? Das wäre wieder auf mich. Das wäre echt nicht mehr weiß. Das ist ja groß zu gut ausgestaltet. Das geht aber. Da haben wir einen weißen Punkt. Wer kühlt denn da? Das bin ich, der hier vorne. Jetzt bin ich nämlich erst in Malmö. Brauchst da gar nicht rechts reinfahren. Da kommst du nie wieder raus. Doch, das geht. Ja. Naja, ja. Also. So. Abgeliefert. Ich will nicht Weltkarte, ich will Auftrag gucken. Fracht mal. Ich fahr mal ein Stückchen weiter vor, damit hier Dings.
Doch, ich bin jetzt erst nämlich in Malmö rein. Deswegen sag ich doch, du kannst mich nicht gesehen haben. Der sah genauso aus, der LKW. Ja, glaub mir doch mal was. Ich weiß doch, wo ich gestanden hab, du Blödmann. Ja, da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Ja, doch. Ja, ich hab, nee. Ich hab extra noch reingezoomt, damit du es dir in meiner Folge angucken kannst. Ich konnte nämlich nur auf den Autobahnabschnitt an dem Verteiler, an dem ich war, weil geradeaus war nix Straße. Da war nicht mal mehr ein Feldweg. Anni, du stehst da sehr Hallo. Auf der Straße. Hallo. Hallo. Geil, ne? Zudem die Problematik hier auch ist so. Im ETS 2 Multiplayer, es gibt nicht nur eine fahrende Kabeltrommel. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Boah, ist mir warm. Ist angekommen? Hallo? Ja. Ja, das ja. ist angekommen. Geht nicht mehr. Ja, das geht nicht. Schau mal weiter gerade auf. Nee, die sind da links in der Firma drin. Alle beide? Ich komme jetzt wieder raus. Ich hab abgelegt. Ich komme jetzt raus. Ah, der Lumpige ist vor uns, glaube ich. Nee, der Lumpige ist auch nicht. Ja, der kommt aber auch raus. Weiterfahren. Oder Gerd, was du denn? Kommst du denn? Nein, ist weg. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Das ist jetzt nicht mehr da. Nach meiner. Karlskrona. Karlskrona, ja. Die Kabel drum so leid ist. Ja, aber tut, ich gehe jetzt weiter raus. Wollen wir zu vielen Kabel drum? Alles klar, Chris. Dann setze ich mir kein Navi-Ziel, da fahre ich einfach hinter Andi her. Hat leider keinen Erfolg. Hallo, stimmt, Nick. Mario hat ja diesen schwarzen. Ja. Moment, ich muss mal gerade Malmö aus meiner Liste nehmen, damit er mich jetzt richtig schickt. Lässt du mich durch, Gerd? Ja. Danke. Ja, Mario hat den schwarzen LKW, genau. Andi, wir nehmen nicht mehr dieselbe Fracht. Der Nick hält mich, so, hält mich, hält dich für mich. Direkt hey, einem Aufstand. Moment, aber irgendwie ja. fährt der Nick gerade alles falsch, klar. Ne? Nö. Nö. Meinem Navi fahre ich nicht. Wir ja. sehen uns. Bis dann, Chris. Hast du dann. Vielleicht Na. Noch irgendeinen Punkt Na. Markiert? Gute Nacht. Hast du vielleicht noch irgendeinen Punkt markiert, der so nicht ganz richtig ist? Nein, ja, steht da eigentlich rechts von uns? Der Werkstatt, Frage. Aber auch immer. Also der Nick fährt richtig. Okay, warte, ich hol mal eben meinen Punkt raus. Zurück. Ja, dann sind wir richtig. Juhu. Und Abfahrt. Jetzt stimmt mal ein Router, Victor, weißt du? Ja, 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 ja. So, wir fahren los. Nein, ernsthaft? Ja. Echt jetzt? Wow. Der Nick hat mich eben umsonst blöd angemacht. Wer steht denn da auf der... Warte mal, das ist jetzt... Gerd oder Lumpi, wer steht da jetzt an der Garage? Ich bin hinter Mario. Dann steht Lumpi an der Garage. Eng! Ja. Au! Etwas. Halt doch die Fresse, ey, da mischt sich Cortana ein. Ich werd bekloppt. Andi, musst du Andi Rückwärtsgang einlegen, dann klappt's ja mit den Nachbarn. Ich weiß. Wenn Cortana sich. Moment, Moment! Also ich fahr um die Kurve, da kommt die Wo Schule Cortana. Bleibt ihr eigentlich? Weiß ich noch nicht. Ich muss Andi Platz machen, damit er zurücksetzen kann. Warum muss der Andi denn zurücksetzen? Ja, er hat die Abfahrt ein bisschen, naja. Ja, weil Cortana dazwischen gefunkt ist. Schon ja, jetzt ist Cortana. Ach so, ja, jetzt ist Cortana ja, wenn schuld. Du, wenn du Cortana sagst. Oh, hallo Cortana. Ich glaube, die muss ich mal ausmachen, die Sau. Ja, ich habe meine aus, haha. Andi, Gang einlegen. Ich glaube, ich habe meine Cortana nicht aus. Andi, vorwärts. Und wehe, ja, das Moment, Mist, wie geht jetzt mein an? Schnuffel. So. Und jetzt rechts rum. Nee, links rum. Rechts herum. Ja, jetzt rechts herum. Denkt der zu mir links herum, weißt du? Ja, das ist das andere links. Ja. Wo hänge ich denn? Ach so, ja, stimmt. Die Auflieger, die schwenken dafür, dass sie weniger Platz in die jeweilige Richtung brauchen, ein bisschen sehr stark aus. Ja. Andi. Ja, haben,